Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video, in dem ich euch mal alle neuen Gebäude und Deko-Elemente aus dem oder von dem neuen Malta DLC zeigen möchte. Ich würde sagen, wir fangen direkt an bei den Industriegebäuden. Da kann man jetzt oben einfach die Malta-Fahne auswählen und dann sieht man dort alle Gebäude im Malta-Stil. Da haben wir einmal das Eingangsgebäude als allererstes. Auch einen coolen Helikopter-Landeplatz. Und dann auch diesen, ich weiß gar nicht, was das für Stein ist. Ist das so Sandstein oder so? Aber den werden wir ganz, ganz viel sehen. Und den finde ich auch richtig schön. Und dann so diese gerosteten Sachen dazu. Diese gerosteten Geländer und Metallstützen. Das ist halt was ganz anderes. Aber ich finde den Stil richtig cool. Echt ein interessantes Gebäude. Hier kommen dann die Besucher raus. Können wir uns gleich eigentlich auch mal angucken, wie die dann hier landen und dann dort rauskommen. Der Helikopter hat ja bestimmt auch einen anderen Stil. Gerade auch das erste Mal, dass ich diese Gebäude alle baue. Schön, das alles mit euch gemeinsam so rauszufinden. So, da haben wir das Eingangsgebäude. Dann können wir den Park schon mal öffnen. Und gehen dann mal zum nächsten Gebäude. Das ist nämlich das Beschaffungszentrum. Das dürfte dann der Schwarzmarkt sein. Da ziehe ich mal einfach hier so hin. Auch eine riesige Satellitenschüssel. Oh, die bewegt sich sogar. Wie cool. Gucken, ob die sich ganz dreht oder ob die gleich wieder nach links geht. Was werden wir sehen? Wir können ja in der Zeit weiter gucken hier. Ah ne, dreht sich wieder zurück. Jetzt haben wir schon gesehen. Hat auch wieder diesen Sandstein. Ein paar coole Torbögen. Es hat alles so ein bisschen ruinenmäßig. Ein bisschen kaputt gebrochen. Steht auch viel so Müll und sowas rum. Aber es sieht schon schön aus. Alles sehr zusammengeschustert. Auch der Helikopterlandeplatz sieht zusammengeschustert aus. Solchen Wellblechdächern. Die sind sehr, sehr detailliert, auch die Gebäude. Hier auch viel Qualm aus den Rohren. Sehr tolles Gebäudeset bis jetzt. Auch wenn ich jetzt zwei Gebäude jetzt platziert habe, bin jetzt schon überzeugt. Das hier ist das Personalzentrum, war es, glaube ich. Ja, Personalzentrum. Stehen sogar zwei Palmen in der Mitte. Da können dann die Leute reingehen. Aber ich kann leider nicht reingehen. Gucken wir mal von oben. Dann haben die ja sogar so einen kleinen Innenhof, wo sie sich ein Getränk holen können, auf die Bank setzen können. Hier ist auch nochmal so eine Antenne und so ein kleiner Turm. Auch wunderschön das Gebäude. Und das nächste Gebäude ist die Unterstützungsanlage. Also ein sehr wichtiges Gebäude. Können wir dann auch gleich das neue Jeep-Team sehen. Gucken wir erstmal das Gebäude an. Ja, auch das ist wunderschön. Die passen halt alle sehr, sehr gut zusammen, die Gebäude. Da ist sogar so ein cooler Zaun drumherum. Und der neue Helikopter. Können wir auch mal schnell fliegen. Jeep können wir auch mal kurz fahren. Oh, der klingt aber so ein bisschen wie der von dem Biosyn-Team. Auch so ein getunter Jeep, der sieht auch so ein bisschen so aus. Fällt mir bei optisch auch richtig gut. Und das nächste Gebäude ist die paläomedizinische Anlage. Auch sehr wichtig natürlich. Über drei Etagen. Oh, hier kann man sogar hochgehen. Und oben ist auch nochmal so eine Dachterrasse mit einem Sonnensegel. Ich finde es echt schön, dass hier so viele Details sind. Auch alles verrostet. Dann stehen hier Paletten rum. Hier qualmt es wieder ein bisschen. Und dann auch hier wieder den schönen Innenhof, wo man dann die Dinosaurier abladen kann und die behandelt werden. Die Gebäude sind halt mega detailliert. Und dann haben wir auch die neue MVU-Unit. Da klebt sogar so Blut dran an der Seite. Seht ihr das? Ist ja cool. Wer das wohl kommt. Das gefällt mir auch richtig gut. Klebt ja auch Blut dran an den Jeep? Oder Motorhaube, glaube ich, ne? Ne, ist nur Rost. Okay, da nicht. Aber dann kommen wir auch schon zu den Zäunen. Ich glaube, da gibt es keine.
Hier werden zwei angezeigt, aber ich glaube, das sind normale Zäune, oder? Sehen die anders aus? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir müssen nochmal schnell den Filter rausmachen, dann können wir das sehen. Nee, ich glaube, das sind normale Zäune. Dann dürften die anderen aber auch die normalen sein, weil da waren jetzt nicht mehr. Nee, das sind ganz normale Zäune, aber ich glaube, das Tor ist anders, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, auch das ist nicht anders. Dann war das Tor für die Touren. Und das sehen wir dann gleich noch. Aber wir haben ja auch noch Fieder und so. Ich glaube, die Fieder sind auch gleich. Ja, die Fieder sind auch alle standardmäßig. Da brauchen wir jetzt nicht gucken. Dann haben wir hier aber auch noch die Brutstätte. Die ist natürlich anders. Können wir eigentlich mal gleich hier machen. Können wir gleich hier mal so ein schnelles Gehege bauen, damit wir auch Besucher kriegen und dann mal sehen, wie die hier landen. Und dann gucken wir uns mal eben die Brutstätte an. Hier geht auch so ein kleiner Gang rein. Ja, die Details sind halt insane, ne? Wenn man hier noch so eine Gasse hat, wo man reingehen kann. Und dann stehen hier auch noch Kisten. Und sogar hier unterm Dach sind noch Deko-Elemente und so. Also sehr detailliert wieder. Auch ein tolles Gebäude. Dann geht es auch noch unten drunter. Und dann können wir uns auch gleich mal angucken, wenn wir hier einen Dino freilassen. Wäre ja auch mal interessant. Rücken wir den mal nebenbei aus und machen weiter. Nämlich haben wir noch das hier. Das ist, glaube ich, auch gleich geblieben. Ja, das ist identisch. Dann haben wir den Vogelkäfig. Aviarium. Das hat auch so eine Rostoptik. Und hier unten auch diesen schönen Stein wieder. Und dann haben wir hier natürlich auch noch den Lagunenbereich. Den platziere ich auch mal schnell. Der sieht auch anders aus, hat auch wieder den Stein und diese Rostoptik. Ansonsten relativ identisch. Und passend dazu gibt es natürlich dann auch noch die Brutstätte. Die kommt mal hier noch rein. Ja, auch sehr schön verrostet. Das Gebäudeset sieht echt cool aus, wenn man so von oben guckt, oder? Machen wir auch mal schnell die Brutstätte rein. Die kenne ich ja tatsächlich schon von der anderen Karte, wo die offene Lagune ist. Auch mega schön. Der sehr detailliert. Alles richtig cool verrostet. Auch das Tor. Da unter Wasser auch. Und das war's hier. Dann kommen wir zu den Attraktionen. Da haben wir dann noch Beobachtungsgalerien. Die können wir jetzt einmal schnell hier einbauen. Das macht auch Sinn. Das ist jetzt die normale Beobachtungsgalerie. Ach, guck mal, wie viele Details die schon wieder innen drin hat. Sind sogar Bänke, Mülleimer und alles. Hinten ist auch noch eine schöne Palme. Ein paar Sitzmöglichkeiten. Und auch hier wieder viele Details. Setz mich mal schnell rein. Hier kann man ja mittlerweile auch die Plätze tauschen. Vielleicht sieht man da ja noch was. Nee, okay. Man hat auf jeden Fall zwei Etagen. Aber ich glaube, das ist eh standardmäßig, ne? Also man kann oben und unten schauen. Und dann haben wir hier die Aviariumsbeobachtungsgalerie noch. Oh, wie viele Gebäude das sind. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Auch sehr schön. Und von innen gucken wir da auch mal schnell. Oh, jetzt steht man sogar auf diesem verrosteten Gang. Das ist ja cool. Da landen ja auch die Flugsaurier drauf, also hier oben. Und dann gucken wir natürlich uns auch noch die Beobachtungsgalerie für das Aviarium, nicht für das Aviarium, für die Lagune an. Und jetzt sogar mal hier so einen anderen Stein, in so einer bisschen rötlichen Farbe. Hier kommt man dann rein und kann sich dann hier auf diese Metallbänke setzen. Machen wir natürlich auch. Und wir werden jetzt gleich auch mal nach unten düsen damit. Okay, jetzt geht's. Könnt ihr das jetzt auch sehen. Fahren da aber jetzt natürlich nochmal mit runter, gemeinsam. Und dann kann man dort in die Lagune blicken. Ich weiß gar nicht, ob der Boden von der Lagune anders aussieht. Ich glaube... Nee, der ist standardmäßig. Der sieht ganz normal aus.
Aber es gab es hier noch mehr, ne? Genau, eine Truck-Tour. Oh, die finde ich ja so cool. Die hatte ich ja schon im Frontier-Livestream gesehen. Die finde ich mega. Können wir auch mal eben machen. Dann sehen wir auch, ob die Trucks anders aussehen. Schließe ich die mal hier gleich ans Wegenetz an. Ich mache schon mal so eine kleine Strecke eben. Müssten wir eigentlich einmal durch so einen Zaun führen, damit wir sehen, ob da jetzt ein anderes Tor im Zaun ist. Ihr seht, jetzt auf jeden Fall ein anderes Tor, auch mit Rost. Ich gehe das jetzt aber mal schnell zurück hier, damit wir die gleich auch mal fahren lassen können. Das Gebäude ist nämlich so eine coole Garage. Oh, die Tourtrucks sehen auch anders aus. Oh, wie cool. Auch richtig verrostet und die haben sogar hier so hochgewickelte Planen. Das ist ja mega. Aber dieses Gebäude ist echt richtig cool. Ich finde halt die Idee so cool, das ist einfach so eine Garage. Es sieht halt null nach so einer Tour aus. Das finde ich halt sehr, sehr besonders. Und das Tor können wir auch uns nochmal schnell angucken. Oh, ist halt nur so ein bisschen verrostet, ist jetzt nicht so mega spannend. Und dann haben wir hier auch noch Sachen, nämlich den Schutzraum. Oh, wollte ich eigentlich auf die andere Seite, aber ist egal. Oh, der sieht ja auch cool aus. Ist ja sogar so ein richtiger Bunker mit so einer Kanone drauf und hier ist schon das Ding ab von der Kanone. Also ich glaube, das ist mit Abstand das coolste Gebäudeset von Jurassic World Evolution 2. Und hier ist dann das Ding, was bei der Kanone abgenommen wurde. Diese Details sind halt auch so krass bei den Gebäuden. Ich finde das richtig cool. Das Hotel ist auch mega, das hatte ich auch schon gesehen. Das machen wir mal hier hin. Ein sehr schönes Gebäude und dann dieser coole Pool hier innen drin. Guck mal, das Gebäude ist sogar noch sehr gut gepflegt. Finde ich aber auch gut. Weil ich finde, bei einem Hotel, wo die Gäste halt einchecken, ist halt nicht so sinnvoll, wenn das alles so kaputt und ruinenmäßig aussieht. Und man fühlt sich hier wohl, oder? Also ich würde hier mich auf jeden Fall wohlfühlen. Hier ist auch noch ein Balkon. Oh, hier oben kann man dann auch noch hin. Dann wahrscheinlich so der VIP-Bereich, wo man dann chillen kann auf den Sonnenliegen. Ich mag auch die Form sehr gerne von dem Gebäude. Wunderschön. Und eins hatten wir noch, nämlich die Toilette. Die sieht dann wieder sehr runtergekommen aus. Dieser Ruin-Look. Ja, auch cool. Da geht man dann hier einfach rein. Das ist einfach, glaube ich, nochmal ein Nachbargebäude, ne? Ja, das hier ist der Eingang. Aber wir haben ja auch noch Deko, ne? Also die Gebäude haben wir jetzt alle platziert. Es gibt allerdings auch noch Deko. Also die Felsen haben wir noch, die Sandsteinfelsen. Das sind so ein bisschen hellere Felsen. Mittelmeerfelsbrocken heißen die. Sind auch von der Form ein bisschen anders. Weil nee, ich glaube, das ist ein Standard-Set von der Form, oder? Ich glaube schon. Aber sind halt sehr helle Felsen. Aber passend zu den Steinen hier. Und dann haben wir auch noch so Dekorationen. Oh, die Bäume haben wir ja auch, stimmt. Die gehören ja auch zu den Mittelmeerkarten, die Bäume. So viele neue Objekte. Also das ist echt ein richtig gelungenes DLC. Ich platziere die mal ganz schnell nebeneinander. So viel Zeit muss sein. Ich kenne mich leider mit Bäumen nicht ganz so gut aus. Also dazu kann ich jetzt gerade nicht so viel sagen. Aber ihr seht es ja eigentlich, ne? Die Kakteen und so, die hatten wir, glaube ich, schon in der Wüste. Die Dinger, glaube ich, auch. Aber ich glaube, die sind farblich ein bisschen blasser geworden als die aus der Wüste. Auch hier die Pflanzen. Also ich glaube, ein bisschen wurden die schon angepasst. Aber es gibt hier auch noch mehr. Ich weiß nicht. Entweder sind das die gleichen aus der Wüstenkarte oder die wurden angepasst. Ich meine, die sind ein bisschen blasser, aber das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Aber das hier sind jetzt alles die ganz normalen Blumentöpfe aus der Wüste. Ich glaube, halt nur farblich ein bisschen anders. War das auch immer schon so dunkel hier?
Bin ich mir gerade unsicher. Also das hier, dieses Material. Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier sonst... Ach ja, natürlich gibt es noch normale Deko. Die ist natürlich auch noch spannend. Also hier ist nichts Neues dazu gekommen. Aber hier haben wir viele neue Dinge. Nämlich ab dem Punkt hier, glaube ich. Das dürften jetzt die Malta-Deko-Sachen sein. Da haben wir einmal nochmal so eine... Oh, das sind diese Atrociraptor-Käfige aus dem Film. Das ist ja cool. Da, wo die freigelassen wurden. Dann haben wir auch noch hier so ein Ruinstück. Ich platziere auch mal erstmal wieder ein bisschen was, damit wir das gleich uns angucken können. Das habe ich ein bisschen leichter. Das ist alles so in dieser Rostoptik. Ich platziere es halt jetzt wild durcheinander, aber macht ja nichts. Ihr seht es ja. So, da haben wir alle Elemente. Also einmal den Atrociraptor-Käfig haben wir hier. Dann haben wir hier so einen coolen verrosteten Turm. Also einmal so eine Ecke. Auch wieder schön mit Details. Eine gerade Wand. Auch wieder mit viel Müll. Dann haben wir hier so einen Antennenmast. Auch schön verrostet. So ein richtig altes Holz. Ja, das sind hier so Metallbalken. Zementsäcke. Perfekt für so eine alte Baustelle. Die Dinger hier sind auch noch richtig praktisch. Einmal so ein gerades Mauerstück und einmal so ein kleines kaputtes Mauerstück. Dann hier so ein Turm. Die kann man dann auch gut für Hintergrunddeko und Gehegen und so benutzen, denke ich mal. Das ist, glaube ich, so ein Wasserturm, so ein kleiner. Einmal so ein Containerwagen. Auch schön verrostet. Und einmal so eine Dreiertür. Ich frage mich tatsächlich gerade, wie nah man die aneinander platzieren kann, die Sachen. Okay, das ist cool gemacht. Sind auch keine Mods oder so installiert. Das heißt, jeder kann das so nah aneinander platzieren. Da kann man dann ja richtige Gebäudeabschnitte bauen. Das ist ja genial. Das finde ich richtig gut, dass man diese so dicht aufeinander oder aneinander platzieren kann. Guckt euch das mal an. Okay, das ist ein sehr cooles Deko-Bauset dann. Kann man dann richtige Städte und sowas bauen. Ich freue mich schon auf unsere Parkbauprojekte. Also, ich liebe es jetzt schon. Ich kann es euch einmal von oben zeigen. Ich glaube, es ist jetzt auch alles. Ah, guck mal hier, fast was vergessen. Elektrizitätswerk gibt es auch noch. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Sehen die Masten auch anders aus? Ich glaube aber nicht. Die Umspannwerke sind, glaube ich, gleich. Aber das Elektrizitätswerk ist komplett anders. Das ist ja so ein mega mobiles. Also es sind, glaube ich, hier so zwei so Wagen. Mit Rädern und allem. Ja, auch das mega passend. Aber ich glaube, die Sachen hier sind wirklich alle gleich. Auch die Strommäste, oder? Ja, die dürften gleich geblieben sein. Und die ganzen Umspannwerke auch. So, jetzt habe ich aber alle Gebäude. Jetzt können wir nochmal ganz schnell gemeinsam den Dino hier freilassen. Machen wir mal zwei Stück. Bauen wir schnell ein Gehege jetzt hier draußen. Hier draus. So. Muss jetzt nicht schön aussehen. Muss gut funktionieren. Schon haben wir das. Und dann seht ihr auch mal die Release-Animation hier aus dem Gehege. Oder aus der Brutstation. Nicht dem Gehege. Oh, jetzt könnt ihr sogar mal das Schadensmodell sehen, wie praktisch. Also, das geht auch schön kaputt hier. So, jetzt sollten auch gleich die ersten Besucher eigentlich ankommen. Da kommen sie schon reingestürmt. Ah, die kommen dann einfach da durch die Tür. Ich habe jetzt hier beim Eingangsbereich nochmal eine ganze Weile gewartet. Aber da ist jetzt kein Heli angekommen. Die Gäste spawnen hier, glaube ich, einfach so. Aber normalerweise würden die ja mit einem Heli hier kommen, sonst wäre hier, glaube ich, nicht der Landeplatz. Face in der Vorabversion auch noch verbuggt.
weiß ich nicht. Aber eine Sache wollte ich noch ausprobieren. Und dann sollte ich euch eigentlich alles gezeigt haben. Ich hoffe zumindest, dass ich nichts übersehen habe. Ja, ich wollte gucken, ob hier die Übergänge gleich sind. Aber das sind sie. Ich meine, die Wege sind ja auch die gleichen. Ah, die Dinger gibt es ja auch noch. Die sehen, glaube ich, anders aus. Da sieht man jetzt auch die Slots. Das hat man vorher nicht gesehen. Seht ihr das? In weiß, wo man die Sachen installieren kann. Jetzt einmal der Highfeeder. Ja, der hat natürlich nochmal so eine Rostoptik. Auch unter Wasser ist das gerostet. Ja, auch hier sehr schön. Ich hoffe echt, ich habe nichts übersehen. Weil das passiert, glaube ich, schneller als man denkt. Das hier habe ich jetzt auch fast vergessen. Das ist der Fischfeeder. Ich glaube, der ist... Ich glaube, der ist gleich geblieben. Aber der ist, den sieht man ja auch kaum. Und ja, Leute, das waren jetzt alle Deko-Elemente und Gebäude aus dem neuen Malta-Bauset von dem Malta-DLC. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das neue Malta-Bauset gefällt und die neuen Deko-Elemente natürlich. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Ein Abo wäre auch cool. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.